Hallihallo. Wie angekündigt, heute ein Video von Linux Mint 14 Desktop. Ich bin mal hier in der Synaptik-Paketverwaltung. Gehen wir mal die Einstellungen und die Paketquellen. Paketquellen. Schauen wir da mal kurz rein, was da so standardmäßig eingestellt ist. Und zwar sehen wir hier zum Beispiel der Grund, warum mein Update beim letzten Video vielleicht so langsam war, dass ich hier auf dem Main-Server meine Updates runterlade. Ne? Besten Server auswählen, könnte man hier noch einen besseren Server finden und dann gegebenenfalls den schnellsten Server einstellen. Ne? Der ist im Moment hier aus Frankreich. Na gut, meinetwegen Frankreich. Vive la France. So, außer Software. Wir sehen, das basiert irgendwo auf Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal. Alter Schwitzer, und da ist auch schon Restricted mit drin. Und deshalb wird das hier auch ganz gern genommen, das Linux Mint, weil da schon viel installiert ist, was bei Ubuntu standardmäßig nicht vorinstalliert ist, was man natürlich nachinstallieren kann. Zum Beispiel das Restricted-Paket, ne? Non-Free Drivers und ähnliches. Und hier sieht man auch schon, hier sind gegebenenfalls anzuklicken noch weitere Quellen schon voreingestellt, die aber nicht standardmäßig aktiv sind. Könnte man auch mal testen. Hier sieht man, wie unter Ubuntu 12.10 die entsprechenden Additional Drivers, ne, also zusätzliche Treiber. Standardmäßig ist hier bei meiner Nvidia-Grafikkarte der Nouveau-Treiber eingestellt. Ist der vielleicht zu langsam, weil der ja auch die CPU benutzt? Dann könnte man einen der anderen Treiber probieren, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Also das gleiche Spiel wie sonst auch bei anderen Ubuntu-Versionen. Gut, schauen wir uns mal an. Menü, das ist hier ganz hübsch gemacht. Ne? Das ist hier ganz hübsch gemacht. Kontrollzentrum beispielsweise. Sieht man alles schön geordnet, was man da quasi hätte. So ein bisschen App-mäßig. Ne? Kann man die ganzen Einstellungen machen, zum Beispiel Firewall einstellen. Also Firewall-Konfiguration. Ne? Muss man erstmal entsperren, unlock und kann die Firewall, also fürs lokale Netzwerk, dann auch nochmal einschalten, wenn man denn das braucht. Gut, Language Support wäre vielleicht am Anfang nicht verkehrt, weil im Moment zeigt er mir hier einiges noch in Englisch an. Ist nicht vollständig installiert. Wollen Sie Sprachunterstützung installieren? Ja, kann ich dann machen. Ne? Dann würde ich hier Deutschland anwählen und dann wäre das gut. Auch haben wir hier, wie gesagt, hier Synaptic ist schon standardmäßig installiert, was im Ubuntu nicht standardmäßig mehr drin ist, im normalen Ubuntu. Und hier sind auch nochmal die Software-Paketquellen separat. Hier kann man nochmal den Willkommensbildschirm sich anzeigen lassen, ja oder nein, das Erscheinungsbild anpassen. Ne? Hatten wir ja schon mal gezeigt. Hier kann man gegebenenfalls dann Desktop-Themen nach installieren. Weitere Themen online erhalten, kommt man hier im Moment auf artgnome.org Themes. Und könnten wir zum Beispiel Window Borders, das wären die Fensterrahmen oder Controls, mal gehen, mal gucken. Ne? Das sind die Controls, also die Anklickknöpfe. Einfach nur Download reicht nicht. Das muss dann entweder in den versteckten Ordner .themes im User-Verzeichnis oder User Share Themes mit Adminrechten installiert werden. Zum Beispiel Icons, andere Icons. Dropline neu könnte ich mir zum Beispiel runterladen und dann in den entsprechenden Ordner speichern. Ne? Ich speichere das jetzt erstmal überhaupt erstmal ab. Ja, dieses Icon Theme habe ich jetzt hier. Rechte Maustaste, Zielordner anzeigen. Ist übrigens Firefox 18.01 drauf. Ne? Gut. Jetzt habe ich erstmal das überhaupt erstmal runtergeladen. Das hier, ne? Das könnte ich dann entpacken und in den versteckten Ordner .themes, ne? Mit Steuerung K könnt ihr die versteckten Ordner anzeigen, also .themes kopieren. Ne? Und wenn er noch nicht existiert, könnt ihr noch einen anlegen. Hier, .themes, da gehört es rein. Wenn das Thema nur für einen bestimmten Benutzer ist, sonst im Dateisystem User. Ich darf gar nicht User sagen. Ne? Das heißt gar nicht User, das heißt USR. Ne? User und dann Share und Themes. Hab hier im Moment noch ein bisschen Probleme mit dem Maus anklicken, wahrscheinlich aufgrund meines Multitouch-Monitors. Da beißen sich anscheinend Maustreiber und Touchscreen-Treiber. Ne? Also ich kann gar nicht mehr gescheit öffnen. Kann ich nur noch über Umwege. Muss ich hier markieren, Datei
öffnen. Hat aber jetzt nichts mit Linux Mint zu tun, also der Treiber hier für Nautilus. Das ist eigentlich kein Nautilus, das ist Kayane, basiert aber wieder auf Nautilus. Der ist noch nicht so ganz pfiffig und fertig darauf auf Multitouch eingerichtet. Da kommt es noch zu Durcheinander. Und da, wie gesagt, hier irgendwo bei T gibt es dann auch Themes, ne? Themes. Und hier, ne? Da war es gerade. Ihr habt es gesehen. Da kommt dann das entpackte Zeug rein, zum Beispiel die Icons. Und beim nächsten Login, Logout oder Neustart sollte das dann aktiv werden und kann dann eingestellt werden. Gut, was haben wir sonst noch? Hier, das hatte ich gerade offen, das machen wir ja zu. Das mal zu. So, was haben wir denn vorinstalliert? Gucken wir, bei Grafik ist GIMP. Ne? GIMP ist schon da. LibreOffice Draw, Simple Scan für Scannertreiber und ähnliches. Internet haben wir Thunderbird. Haben wir Firefox, haben wir gerade gesehen. Transmission für BitTorrent und ähnliches. Multimedia haben wir das hier vorinstalliert, Brasero. Zum Brennen von CDs finde ich K3B aber besser. VLC Media Player, den werden einige sehr gerne hier sehen. Systemwerkzeuge, Datei Browser, das ist nichts anderes als dieser Kaya, der nichts anderes ist als Nautilus, der bei mir so ein bisschen hakt. Systemüberwachung haben wir da auch, ne? Die gute alte Systemüberwachung. Prozesse, System. Sehen wir hier nochmal. 4 Prozessoren habe ich eigentlich nicht, ich habe nur 2. Aber anscheinend hat der Intel Core i5 dann wieder 2 Threads und macht dann wieder 4 draus. Gut, nett. Gut, was wir hier drin haben, ist der Konfigurationseditor. Ne? Konfigurationseditor. Jetzt muss ich gerade überlegen, das ist, glaube ich, der gconf-Editor. Ne? Es gibt ja einen dconf-Editor und das ist der gconf-Editor, der GNOME. Wie wir sehen, haben wir auch die Buttons schon auf der rechten Seite. Das wollen ja viele haben, weil sie von Windows umgestiegen sind. Nett. Gut, Apps. Dann haben wir hier noch Einstellmöglichkeiten fürs Panel und ähnliches, wie wir das gerne einstellen. Und Schemas und ähnliches. Ne? Und da gibt es dann auch diverse Anleitungen, wie man zum Beispiel die Buttons auf die andere Seite kriegt und so weiter. Das war irgendwas mit... mit dem Fenstermanager einzustellen. Wie hieß er gleich noch? Metacity. Ich muss ja alles immer wieder auswendig lernen hier. Einstellungen, Bildschirme, Bildschirmschoner, Bluetooth, Energieverwaltung, Erscheinungsbild, warme gerade. Hauptmenü legt fest. Ja, das ist auch schön. Ne? Das kennt ihr auch noch. Ne? Aus guten alten Ubuntu-Zeiten, ne? Dass man hier noch einstellen konnte, was da alles so erscheint im Hauptmenü, einblenden, ausblenden, ne? Das konnte man anklicken. Das haben wir hier wieder entdeckt. Was haben wir denn noch Schönes alles wieder entdeckt hier? Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen. Was haben wir da? Gruppen verwalten. Hehe. Wer hat das letzte Mal unter Ubuntu eine Gruppe verwaltet? Schon lange her, huh? Gut, ich habe es mal gemacht, aber nur, weil ich dann wieder was zusätzlich installiert habe, ne? Zum Beispiel für VirtualBox, ne? VBox Users und solche Geschichten, ne? Dass man sich der Gruppe wieder hinzufügen kann. Sehr gerne gesehen. Also hier wird man, wie gesagt, hier sind die Panels. Zum Panel hinzufügen habe ich mir zum Beispiel den Arbeitsflächenumschalter hinzugefügt. Also wer das gute alte klassische GNOME gerne wieder hätte, zum Beispiel mit Beenden, Erzwingen oder ähnliches, der wird wahrscheinlich das Wasser in den Augen haben, dass das alles wieder da ist. Oder ein Fisch, ne? Ganz wichtig, ein Fisch namens Wanda, ja gut. Den brauchen wir unbedingt, ne? Rechte Maustaste verschieben. Hier braucht man übrigens nicht Alt drücken, wie unter dem GNOME Classic Modus. Ne? Auch nicht Windows Alt, wie bei manchen Versionen. Vielleicht Ubuntu 12.04, sagte mir einer der Zuschauer. Müsste man auch noch Windows-Taste dabei drücken. Hier kann man einfach schmerzfrei Rechtsklick und dann funktioniert das wie früher. Das hat man hier sehr schön wieder für uns aktiviert. Gut, Schublade. Ne? Wir haben das letzte Mal Schublade noch benutzt. Schublade. Kennt einer noch die Schublade? Add Schublade. Zack. Da kann man auch noch Anwendungen ablegen. Ne? Wenn man jetzt eine Anwendung hätte, meinetwegen Thunderbird und könnte die da ablegen. Dann hat man die Schublade. Zack, ne, kann man das da raus und rein.
Wer kennt das noch? Ne? Kennt kein Mensch mehr. Ne? Ich glaube nur noch, ich kenne die Schublade. 24 Pixel neue, größere Schublade, Close. Schublade, große Schublade. Das ist ja schon ein Thunderbird-E-Mail-Programm. Was haben wir hier überhaupt für eine Version von Thunderbird? Ja, das ist ja auch wieder Englisch. Dann ne? Muss ich wieder irgendwie noch umstellen hier, dass das auf Deutsch ist. Thunderbird, Mozilla Thunderbird. Wieso habe ich jetzt kein Systemmenü? Ja, hier. Warum nicht? Weil es so ein bisschen neu ist. So ein bisschen wie Google Chrome. Ne? Help. About Thunderbird. 17.02 ist hier installiert. Thunderbird 17.02. Apropos Google Chrome. Na gut, wir haben jetzt natürlich den. Wir haben natürlich den Firefox. Sicher im Internet surfen. Gut, stimmt auch im Prinzip. Aber wir haben ja immer noch das Problem mit Flash, ne? YouTube. Komm, nicht, dass er nicht Flash könnte. Nur nicht mit der aktuellen Flash Player Version, die es ja für Linux nicht mehr gibt. Außer man benutzt halt Google Chrome, ne? Hier ist nämlich der Adobe Flash Player 11.2.202 bla bla bla. Da gibt es nur noch Sicherheitsupdates, ne? Hat man Google Chrome, hat man auch den aktuellen Flash Player, weil Google Chrome für Linux die einzige Möglichkeit ist, einen aktuellen Flash Player zu kommen. Ja, gut. Gut. Ja, gut, Flash Player ist ja auch schon vorinstalliert. Das ist schon mal ein Vorteil, ne? Deshalb wird Linux Mint ganz gerne genommen. Netzwerkeinstellungen sieht man auch hier. Windows-Netzwerk könnte ich durchsuchen. Hier habe ich mein NAS-Laufwerk eingebunden. Das hat sich inzwischen wieder abgehängt, weil ich zu lange gewartet habe. Aber dafür habe ich jetzt Fisch. Ja, Wanda, der Fisch sagt, it takes time to find a solution. Ja, gut. Ist schon 2007 her. Dauert also ein bisschen länger. Gut, es hat auch länger gedauert, bis wir unseren guten alten Desktop wieder hatten. Ja, wie früher. Da brauche ich keinen Fisch dafür. Das sage ich euch auch so. Da gibt es auch schöne Hintergrundbildchen. Nehmen wir mal. So was hier ist es nicht schön. Wunderbar. Und Themes, wie gesagt, kann man da einstellen und anpassen. Ne? Guten alten Anpassmöglichkeiten von Themen und ähnliches. Fensterrahmen. Nehmen wir mal Splint, wie auch immer das auch aussehen mag. Oder dass es ein bisschen wie Windows-artig aussehen mag. Und da kann man natürlich dann auch über artgnome.org dann noch diverse andere einstellen, Symbole, andere, meinetwegen GnomeWise oder Xmin Dark Zeiger, DMZ Black oder ähnliches. Jetzt habe ich einen schwarzen Mauszeiger. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.